Hallo und herzlich willkommen in der Herbstbastelwerkstatt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr so ein kleines Reh basteln könnt. Dazu braucht ihr eine große Eichel und eine kleine Eichel, möglichst mit Hut. Sie geht aber auch ohne Hut. Und dann braucht ihr außerdem noch drei Zahnstocher. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Zuerst nehme ich die große Eichel und bohre zwei Löcher für die Hinterbeine rein. Dann müsst ihr vorsichtig sein, damit die nicht kaputt geht, die Eiche. So. Ihr müsst nicht so tief bauen, das reicht auch, wenn es kurz ist. Und dann nehme ich hier den Zahnstocher und breche ihn ungefähr bei einem Viertel durch. Dann nehme ich die eine Spitze und stecke sie hinten rein. So. Jetzt habe ich gemerkt, dass das noch ein bisschen zu lang ist, deswegen mache ich es mir noch ein bisschen kürzer. So. Das müsste besser sein. Jetzt stecke ich das hier rein. So. Jetzt kommt das zweite. Und jetzt bohre ich vorne noch zwei Löcher rein. So. Eins. Und Nummer zwei. Und jetzt nehme ich dafür den zweiten Zahnstocher. Breche mir wieder ein bisschen ab und schiebe es rein. Und jetzt nehme ich noch ein zweites und tue es auch rein. Ihr könnt natürlich die Beinstellung, je nachdem wie ihr wollt, auch variieren, dass ihr dann beispielsweise die Beine enger zusammenstellt oder anders hinstellt halt. Aber ich lasse die jetzt. So, und jetzt nehme ich meinen Heißkleber. Ihr könnt allerdings auch hier in den Kopf wieder ein Loch bohren und mit dem Zahnstocher dann auch hier erstmal eins reinbohren und dann mit dem Zahnstocher verbinden. Aber ich nehme jetzt den Heißkleber, weil das etwas schneller geht. Da mache ich jetzt hier einen kleinen Stups drauf. Und jetzt tue ich hier den Kopf dran. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt nehme ich noch den letzten Zahnstocher, breche mir jetzt ein ganz, ganz kleines Stück ab. Das braucht jetzt bloß 2-3 mm sein. Und dann mache ich noch ein zweites Stück und jetzt leime ich die beiden Hörner hier oben an. So, dazu nehme ich jetzt eine Pinzette, um die dran zu machen, damit ich mir nicht am Heißkleber Finger verbrennen. So, Nummer 1. Jetzt warte ich erstmal, bis das ein bisschen braun ist. Sonst fällt das vermutlich wieder ab. So, und jetzt kommt die Nummer 2. So, und jetzt ist das Reh auch schon fertig. Viel Spaß beim Nachbasteln und tschüss.